Servus und damit recht herzlich willkommen zurück zu Helmut. Wir schauen mal, ob wir hier hier fängt das Eisgebiet wieder an, ne? Wir kommen hier nicht mehr hoch. Wir machen mal zu der Insel rüber. Weil hier oben ist das Eisgebiet, so wie es aussieht. Und da werden wir auch nicht hinkriegen, weil... Ja. Weil es da schweinekalt sein wird. Da fliegen wir mal hier zu der Insel. Hoffentlich ist es hier nicht allzu heiß. Nimm deine Ausrüstung und dein Haus. Mach dich bereit und siege den Boss im Turm des Rain Syndicates. Ja, hier ist heiß. Was ist das? Knisterndes Ei. Das heißt, in die Wüste können wir auch nicht. Silberschlüssel, immer. In die Wüste können wir auch nicht. Das heißt, ja, wir machen jetzt erstmal einen Abflug. Und bringen unsere Beute nach Haus. Das ist ja das Drachenei, ist ja auch noch drinnen, ne? Das gigantische Drachenei ist ja auch noch. Ich weiß gar nicht mehr, was war das für ein Drachenei, was wir gefunden hatten? Was bist denn du für einer? Zwielichtiger Händler. Zwielichtiger Händler. Scheiße, sieht so kacke aus, Alter. Ich hab's so einige Perls im Angebot. Heilerware, verbotene Arten. Hey, zieh dich ruhig um. Interessant, muss ich euch sagen. Verkaufen. Okay. Gehen wir die an. Der Pell. Sind die freundlich? Natürlich sind die nicht freundlich. Palseele, aber noch Megasphäre. Halleluja, Freunde. Nee, wieso greifen wir uns alle an? Wir haben den nichts getan. Exakt, da drüben sind schon wieder. Ach, hör doch auf, ey. Wienerbach. Liffmann-Statue.
das wäre noch eine Megasphäre gewesen. Zweimal solche Pisser. Eiskraut. Dann haben wir noch eine Nidmang-Statue oder so ein Chest. Eine Gold. Rot? Eine gute Chest. Hellrüstungsbaublauen, okay, Pfeile, wow. Ja, hat sich ja alles frisch gelohnt, Digi. Wir müssen Ausschau halt nach Eiern und so, ne? Nach großen Eiern. Liffmang-Statue, die holen wir uns auch noch. Eine Truhe. Dreimal kleine Perlseele. Drüben hat man eine Statue, so wie es aussieht. Oh. Drüben haben wir noch eine Chest. Da suchen wir uns dann gleich mal eine Statue und machen nach Hause, ne? Sieht aus wie eine rote. Noch eine rote Chest. Kann ich die überhaupt öffnen? Ja. Haben wir noch Silberschlüssel? Wir haben jetzt noch einen Stahlschlüssel und einen Goldschlüssel. Das heißt, irgendwo gibt es hier noch krassere Truhen. Mit Goldschlüssel. Wir haben nichts zu essen für dich. Pistolenmunition, okay. Ja, wir fliegen schon nach Hause. Fliegen ist die Statue. Bei Liffmann-Statuen. Oh oh. Naja, da gehen wir jetzt mal nach Hause. Die Grunzen. Hier ist kein Schwein, okay. F-Schnellreise. Dann machen wir hierher. Auf geht er. Natürlich hängen die wieder alle hier drin rum. Die gehen alle über den Sack. Naja, wir gehen erstmal kurz so schnell, damit das Ding hier mal gegessen ist. Drachenriesenei haben wir hier. Starboy rauskommt. So, naja.
Dann können die hier rein. Eier haben wir auch genug. Wahnsinn. Okay. Das kann hier mit rein. Hellrüstung Bauplan 2. Okay, eine seltene Rüstung. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen was zum Lagern noch. Okay. Ist der beste Spot, ist das hier? Nee. Ich jetzt mal so sagen. Sollst jetzt nicht pennen. Steh auf. Außerdem pennt man eine Tür irgendwann nicht mit öffnen. Ja, der macht mit hier. Dann machen wir das mal fertig, ja. Ja. 25 Minuten für das Ding noch. Ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir das Ding dann auch ausgebrütet haben. Mal sehen, was da rauskommt. Lachen Riesenei, ne? Also. Fein. Da ist noch was zu tun, Freundchen. Schade, dass man den übereinander stapeln kann, den Truhen. Das wäre natürlich gesteigert, diese Schlange. Fein gemacht. So, jetzt können wir ja auch mal wieder was reinschmeißen. Das Jumbo-Ei, das kann dann immer ausbrüten, die brauche ich noch. Aha. Ach, das wird gar nicht richtig geladen, gerade die Farbe. Gesehen. Okay. Aha. Okay. Technologie.
Hitzerüstung könnte man basteln, ne? Hätten wir eine Kälterüstung noch? Hier hätten wir dann eine Gigasphäre. Hier kriegen wir dann unsere erste richtige Schusswaffe. Minderwertige Munition wahrscheinlich dafür. Alter, wir haben einiges vor uns, ne? Stationäre Armbrust. Hier kriegen wir dann die Metallrüstung. Ultrasphäre gibt es dann auch noch, ne? Hochwertige Metallrüstung gibt es dann hier auch noch, ne? Hochwertige Metallrüstung. Legendäre Sphäre! All die Umrüstung, Alter. Wir haben einiges zu tun, ne? Waffenfließbandwerk 2, Alter. Okay. Verkehrsschild. Elektrischer Hochofen. Sturmgewehr. Wir haben doch so viel Scheiße zu tun hier. Lindenmunition. Oh, wir haben doch so viel vor uns. Wir haben noch so viel. Tragbare Laterne. Zement. Haben wir ja schon alles gemacht. Eigentlich brauchen wir das und das, ne? Theoretisch bräuchten wir den Schild auch noch. Hellrüstung. Machen wir mal die Fellrüstung. Für Megaschild. Mega Kleider von mir aus noch. Feuerpfeil Armbrust. So, da haben wir hier das. Eiszeug bräuchte da. Hellrüstung Tische machen, damit lässt sich Kälte besser ertragen. Okay, cool. Kleiner. Ja, fein gemacht. Noch ein kleiner See hier. 19 Minuten noch. Ja, ich denke, wir müssen wirklich in eine bessere Position uns suchen, ne? Das hier ist alles so ein bisschen... Ja, fein gemacht, die. So, Megaschild. Wir haben Holzkohle fertig, ne? Kann man mit dem eigentlich irgendwas machen? So, Schild. Ah! Okay, das ist natürlich nice. Hübsch. Fällt nicht. So. Mega klar, da geht nicht, brauchen wir Stoff. Zement brauchen wir Stein und Perlsaft. Da lassen wir das erstmal. So, Frauen. Wir haben ja noch für die Pelz den hier. Den Perl-Entsafter.
Aber was ich eigentlich machen wollen würde, wäre das hier, ne? Dein Fundament. Ach hier. Ah, let's go. Das würde ich gerne dort oben machen. Jetzt haben wir ein Schild, das ist natürlich nice. Vorher machen können, ne? Mit dem Schild, aber besser später als nie. Doch, ich so, jetzt bauen wir mal 2000 Steine, Digga. Wir können jetzt hier im Palast hinballern, ne? Das Einzige, was mich nervt, ist das Arschloch hier, das mir die ganze Zeit die Sicht versperrt. So, jetzt so machen wir das. Steinfundamente sind ja schon mal sexy. Und du gehst mir übel auf den Trichter, ne? Alter, geh mir nicht auf den Trichter hin. Moin. So, da schauen wir mal. Hier könnten wir eigentlich noch zwei Dinger hinsetzen. So. Eigentlich würde sich jetzt Holz gut machen, ne? Weil so Steinmauern, finde ich jetzt nicht so attraktiv. Eine Kombination, weißt du, wie ich mein? Weil Holz haben wir auch genug. Das war falsch.
Okay. Ach komm. So. B. Da haben wir das auch. Müssen natürlich nur gucken, wie wir überhaupt reinkommen, ne? Dort gehen, ne? Aber nicht mit Bauwerk verbunden. Das ist halt blöd, ne? Das wird halt gehen aus. Das ist halt. Ja, hier kriegen wir aber auch keins drunter, oder? Ja, wir können ja erstmal so machen. Wir können es ja erstmal so machen. Ich, ne? Das ist unser Hügel. Weißt du, was wir mal machen? F. Welches wird den bringt am meisten, weil ich Bücher bringen wollte, ne? Die Blöde. Guck grad mal. Machen wir das erstmal so. Ich hab, das soll ja jetzt wieder gehen, ne? Mit dem Fang links der Bums. Das haben sie ja gefixt, habe ich gehört, also gelesen. Dass sie das über Nacht gefixt hat. Hab ich gehört, dass das sein soll. Wir haben 30 Perlseelen, ne? So. Oh, 29. Ey, scheiße. Eine etwas längere Folge, sorry. Oh, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Beisein. Bis zum nächsten Mal und ciao mit Pau. Ich warte da noch die 8 Minuten hier ab. Und die nächste Folge startet dann mit dem Drachenriesen ein. Sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Beisein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Mit V.